Hallo und herzlich willkommen, es ist wieder Project Sibling, heute mit einem neuen Reaktionsvideo extra für euch. Und zwar reagieren wir heute das erste Mal auf Luca. Außer das ist Video Luca Guns. Sehr kreativ. Ja. Ja, also bevor ihr das Reaktionsvideo anschaut, hinterlasst auf jeden Fall ein Abo und schaut euch das Rad und Videos an. Also dann würde ich sagen, wir fangen jetzt mal an. Das kam gerade in meinen Kopf. Wohin kann eine schwere Erkältung, aber ins Krankenhaus musst du dafür nicht, wenn die Notaufnahme nicht nötig ist. Der ärztliche Bereitschaftsdienst hilft weiter. F6, F7, die Nummer mit den Elfen. Hallo, ist Luca und herzlich willkommen hier heute, meine Damen und Herren, zur ersten Episode von dem Untitled Goose Game. Ihr habt wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung, um was es hier gerade geht. Das sind wir. Wir können laufen, wir können auch rennen und wir können schnattern. Ich komme noch nicht rein. Von daher würde ich sagen, gehen wir einfach mal in die andere Richtung hier. Wir können zum Rennen A gedrückt halten. Das heißt, wir laufen jetzt einfach mal hier lang und zum Neigen nach vorn LT halten. Hat er das Spiel beleidigt auch? Aber ohne Witz ist sowas, was Tala und ich spielen würden. Wir sehen das auch immer in so Werbungen und wenn wir irgendwie so dumme Spiele sehen. Oh ja, es Leute. Gibt so harte Spiele. Jedes Mal, ich weiß, ich habe irgendeine App runtergeladen und die schlägt mir immer noch dümmere Apps vor. Und trotzdem, irgendwie finde ich die anziehend. Ja. Egal, Leute, machen wir weiter. Okay, was soll ich denn jetzt mit diesem Schuh hier machen, Digga? Hast du eine Ahnung? Ja, willst du vielleicht alleine weiter spielen? Was ist das für ein Spiel? Als ob das da steht, oder? Sehr gut, Digga! Hey, das macht der doch selber, oder? Ich finde das Spiel jetzt schon. Also gut, laufen wir mal den Weg hier weiter lang. Wir aber kommen hier so jetzt mittlerweile an ein Tor. Dani, so. Dass da LT und drücke dann B steht. Ja. Sehr professionell. Das sieht aus wie in einem Spiel, also vielleicht. Machte das doch nicht selbst, keine Ahnung. Aber ich habe jetzt gerade auch schon gedacht gehabt, dass er das selber machen kann mit dem. Also wir haben es noch nicht ganz durchschaut. Mal schauen. Was soll ich denn jetzt eigentlich mit dieser Dose machen? Ja, dann. Sehr gut. Und jetzt? Ja, ich weiß, dass wir da durch müssen, Digga. Ah, okay. Und jetzt? Oh mein Gott. Ja, ich weiß. Lukas, ich war. Okay, also jetzt glaube ich. Jetzt glaube ich auch, dass es selber macht. Ja. Aber trotzdem, was ist es für ein Spiel? Ja, hier vorne liegt ein Apfel, den kann ich auf jeden Fall nehmen und kann ihn mal ins Wasser schütten. Ja, tschüss Apfel. Was sollen wir denn deiner Meinung nach jetzt machen, Digga? Okay. Also, wir laufen einfach mal um den Gärtner hier rum, mit ein bisschen Abstand, weil ich weiß nicht, was er da für einen komischen Tanz aufführt. Hier vorne ist auf jeden Fall ein Wasserhahn, deswegen kann ich da theoretisch den mal anmachen. Okay. Ach, jetzt macht er den wieder aus, oder was? Ja, sehe ich genauso. Was? Also ich muss schon sagen, irgendwie gefällt mir das Spiel. Ja, mir auch. Was will der Typ von mir? Ja, geh mal weg. Ich soll den Gärtner auf jeden Fall nass machen. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal diese Gießkanne und stelle die, kann ich die Gießkanne, wo läuft der Typ hin? Digga, ich muss dich nass machen. Ich stelle die Gießkanne einfach mal ein bisschen hier drunter. Genau, jetzt mache ich hier das Wasser an. Das fließt alles schön in die Gießkanne rein. Oder kommt man drauf? Ja, glaube ich auch. Ey! Dein Ernst? Mach ein Picknick. Bring auf die Picknickdecke Sandwich, Apfel, Kürbis, Karotte, Marmelade, Thermoskanne, Radiokorb. Was ist denn das für ein krankes Picknick, Digga? Was? Hey. Ja, Mann, ich will nur rumlaufen. Laufen wir mal der Gärtner raus immer so. Und schauen uns erstmal hier anderweitig ein bisschen um. Ich meine, wir sind ja noch gar nicht hier richtig rumgelaufen. Hier, das ist abgeschlossen. Oh mein Gott, der Marty. Da kommen wir wahrscheinlich dann hin, wenn wir die anderen Challenges geschafft haben. Und was haben wir denn hier vorne, Freunde? Hier ist die Picknickdecke. Das heißt, das hier ist schon mal der prädestinierte Ort für unser Picknick. Dementsprechend hole ich erstmal den Dingschen. Den Apfel. Genau. Und wir bringen den Apfel. Auf jeden Fall ist das schon mal gewaschen. Unser ganzes hier vorne zum Picknick. Ja, das ist,
Was soll der Apfel jetzt machen? Apfel ist auf jeden Fall durchgestrichen. Das nächste ist ein Sandwich. Das liegt doch schon auf der Bank. Aber okay, dann schmeißen wir das Sandwich hier auch noch auf die Picknickdecke. Sandwich ist auch durchgestrichen. Kürbis brauchen wir auch noch. Aber okay, wenn Mr. Guns, beziehungsweise wie auch immer der Name dann schlussendlich sein wird, einen Kürbis haben will. Oh mein Gott. Nein. Ey, lass doch. Arschloch. Okay. Er geht weg. Das heißt, wir können uns den Kürbis nehmen. Und ganz leise hier rumlaufen. Er sieht uns nicht. Wahnsinn. Okay, wir haben den Kürbis. Okay, das war einfacher als gedacht. Dann nehmen wir jetzt noch hier so eine Karotte mit und bringen auch die Karotte. Ey, guck mal, wie süß diese Gans einfach aussieht. Die Karotte schmeißen wir auch noch hier vorne auf unsere Sandwich-Decke, auf unsere Picknickdecke. Bring auch die Picknickdecke, bla 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 bla. Marmelade? Oh mein Gott, okay, die hat er in seinem Garten stehen. Highspeed haben wir jetzt auch noch die Marmelade hier vorne geklaut. Das heißt, mit der rennen wir selbstverständlich auch noch zu unserer wundervoll aussehenden Picknickdecke. Und ich glaube, wir brauchen jetzt nur noch die Thermoskanne, das Radio und den Korb. Okay, ich besorge die Sachen mal eben ganz schnell. 2000 Jahre später. Nein. Du musst das Radio als letztes nehmen. 2000 Jahre später. Wie lange hast du das gespielt? Nimmt er jetzt eigentlich alles mit? Endlich! Das hat so lange gedauert. Ich will das Radio einfach zurückhaben. Allerdings würde ich an der Stelle das heutige Video jetzt auch beenden, meine Damen. Wir werden gerade angerufen. Hallo? Hallo? Wir sind gerade mitten in den Drehaufnahmen für unser nächstes Musikvideo. Ja, vielleicht redet Fata Morgana. Ciao. Nach einer Unterbrechung sind wir wieder zurück. Weiter geht's. Oh mein Gott, es geht gerade so im Flow. Abonniert zudem gerne meinen Kanal unter dem Video, also klickt auf diesen Knopf hier, es ist kostenlos und ihr verpasst das nächste Video nicht mehr. Und also ich würde auch sagen, es ist kostenlos, es auch ist kostenlos. Bei uns. Abonniert uns auf jeden Fall genauso viel, wie ihr Luca abonniert. Ja, und ich würde sagen, das war jetzt unsere Reaktion, so, unsere Reaktion auf Luca, auf Luca die Gans. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann liked es, gebt uns ein Big Thumbs Up, abonniert und schaut euch unsere anderen Videos an, teilt es, folgt uns auf Instagram und Twitter, project.sibling. Damit everybody know. Und ja, das war's dann mit unserer Reaktion für today. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. Adieu.